Hauptkommissar Martin Hinzen und sein Kollege Christian Dillenbach gehen dem Anruf mehrerer Anwohner nach, die sich über ein schrottreifes Auto beschwert haben, das seit Wochen einen Parkplatz blockiert. Noch ahnen die Beamten nicht, dass sie auf der Spur eines Familiendramas sind. Ja, als ob jemanden juckt, dass dieser Parkplatz da blockiert ist. Also hier in Köln gibt es auch irgendwelche Autos, die stehen seit 2 Jahren auf dem gleichen Parkplatz. Mann, ihr, du bist schon lange nicht mehr bewegt. Schade, worden, ist auch raus, ne? Ist echt? Abgedeckt. Ist offen? Ist abgedeckt. Abgedeckt. Okay. Ja, die Scheiben sind abgedeckt. Oh, OA war auch schon hier. Die Stadt hat schon Aufkleber dran gemacht. Ja, hat ihn schon aufgefordert. Oh, von Ordnungsamt. Ah, dass das Auto entfernt werden muss. Ansonsten, ansonsten wird es halt abgeschleppt. Setzen. Bis zum 30. aber das hat er wohl übersehen. Oder die Karre springt nicht mehr an vielleicht, ne? Aber der ist offen. Echt? Mhm. Nee, ne? Aber jetzt ist es unser Problem, ne? Oh Mann. Mach schnell wieder zu. Ja. Haben wir nicht gesehen. Nee, scheiße. Ja, müssen wir uns drum kümmern dann. Ja. Ah, das ist offen da. Da fehlt sogar eine Fensterscheibe. Eieiei, Freunde. Ja, unser Problem ist es jetzt, das Fahrzeug ist offen. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es sichergestellt wird, dass nicht irgendwelche Vandalen oder irgendjemand das Fahrzeug vielleicht noch stiehlt oder ähnliches. Und aus dem Grund müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, dass das Fahrzeug sicher wegkommt. Das heißt, wir rufen einen Schlepper. Ja, Jungs, das ist jetzt wichtig. Hier Hinzen übrigens, das ist mein Lieblingspolizist. Meine Zuschauer von mir wissen das. Wenn der dabei ist, der hat immer alles unter Kontrolle. Ganze Folgen übrigens seht ihr auf RTL Plus, ne? Du hast das Kennzeichen noch vorliegen, ja? Ja, das ist korrekt, habe ich. Ja, sonst müssen wir abschleppen. Also wenn die dann schwach. Nein, bitte. Was ist das? Hey! Nein, bitte! Nicht abschleppen! Nicht abschleppen, bitte. Was machen Sie denn hier drin? Wer sind Sie? Da wohnt jemand drinne. Hier Schuhe, eine Wasserflasche, Konservendosen, da hinten eine Packung Chips. Die wohnt da drinne. Die macht sich das da richtig gemütlich in dem alten Volvo. Deswegen wird das Ding auch nicht bewegt, weil das ist ihr, das, also die wohnt da. Ne? Und die hat ihr jetzt gerade mitgehört, dass das abgeschleppt wird und jetzt sagt sie, nein, bitte. Was? Wohnen Sie hier drin? Hm? Können Sie da drin? Hallo? Ja. Ist das hier so eine Art Hausbesetzung als Autobesetzung oder wie? Ja. Ist doch nicht Ihr Auto, oder? Nein. Sie sind doch noch viel zu jung. Wie alt sind Sie denn? 16. Okay, sie ist 16. Ich glaube, sie heißt Lara. Sie sieht aus auf jeden Fall wie eine Lara. Ich schätze ihr immer gerne den Namen. ja. Okay, Lara wohnt hier anscheinend in dem Auto. Haben Sie mal einen Ausweis da, bitte? Aber sie sieht sehr traurig und geknickt aus. Ich hätte gerne mal einen Ausweis von Ihnen. Wenn man ein junges Mädchen von 16 Jahren vor sich hat, dann denkt man als Vater von der Tochter, die auch in dem Alter... Ja, Hinzen, also als Familienvater, da geht dem natürlich jetzt... Ne, das trifft ihn natürlich mehr als jeden anderen Menschen, ne? Als Hinzen, als etablierter Familienvater. Bei einem war und die man in vielen Punkten hat betreuen müssen, dass auch hier die junge Dame Betreuung braucht und dann hilft man da gerne, da ist man mehr Mensch als Polizist. Ja, du bist ein großartiger Polizist. Das sind die, das sind Motzer, das ist ja unglaublich. Ja, da bin ich eher Familienvater als Polizist dann und so. Er hat ein Herz, Polizist mit Herz, Markus Martin Hinzen. Mensch, was ist denn los mit dir? Ist dir was passiert? Nein, ich kann einfach nicht nach Hause. Ja, verstanden. Also Sie können das bitte nicht abschleppen, bitte. Warum kannst du denn nicht nach Hause? Hast du Streit mit deinen Eltern? Ist da was vorgefallen? Nein, aber... Ja, die Polizei ist jetzt vor dir. Du musst jetzt mit der Sprache rausrücken, weil die werden eh was unternehmen. Die lassen dich da nicht im Auto. Also die geben dich wieder zu deiner Familie oder in eine Unterkunft oder zum Jugendamt oder zur Pflege, Eltern oder was weiß ich. Aber in dem Auto kannst du auf jeden Fall nicht bleiben. Die Polizei ist jetzt schon vor dir und das können die allein aus beruflichen Gründen, können die da jetzt nicht einfach drinnen lassen, ja. Aber es scheint auf jeden Fall was Ordentliches im Argen zu sein, weil man hat gerade gesehen, sie hat auch die ein oder andere Träne vergossen. Ja, und ist hier wirklich sehr traurig und weigert sich vehement tatsächlich, zur Familie zurückzugehen. Und da wundert mich natürlich echt, was da jetzt los ist, ne? Völlig aufgelöst. Ja. Du. Ich glaube, wir müssen mal reden. Rein. Hör mal. Du wirst gesucht, ne? Eieieiei. Also, hier, Polizist Markus Hinzen hat jetzt gerade ausfindig gemacht, dass tatsächlich ein Fahndungsauftrag auf sie gegeben wurde. Ja, sie wird gesucht. Sie wurde als vermisst aufgegeben. Dein Vater hat dich als vermisst gemeldet. Hm. Das heißt, du bist schon seit einer Woche weg.
Seit einer Woche ist sie abgebüxt. Jetzt bist du ausgeschrieben zu Inge Wahrsamnahme. Das heißt, wir müssen dich zu deinen Eltern zurückbringen. Ich kann nicht. Dein Vater hat bei der Vermisstenanzeige gesagt, du wärst von einem Arztbesuch nicht zurückgekehrt. Ist da irgendwas? Hängt das damit zusammen, dass du nicht nach Hause gegangen bist? Oh nein, nicht, dass sie irgendwie die Nachricht bekommen hat, dass sie irgendwie schwanger ist und so mit 16. Und das kann sie ihren Eltern nicht beichten. Und bleibt deswegen jetzt weg. Aber, come on, du musst ja eine Lösung dafür finden, das aufzuschieben und sich einfach zu verpieseln. Das ist halt auch nicht die Lösung. Ich war beim Frauenarzt. Okay. Ich hatte so Bauchschmerzen. Ja, ich wusste es. Freunde, ich guck zu viel von diesem Mist. Ey, Maggie guckt zu viel von diesem Mist. Ich weiß sofort, um was es geht. Ja, die ist schwanger natürlich und die traut sie nicht zu ihren Eltern, weil sie das denn beichten muss. Aber so, jetzt hast du noch die Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen. Und es ist mein Mahat. So, aber aufzuschieben ist das Schlimmste, was man machen kann. Bei jeglichen Problemen im Leben. Probleme sind ungemütlich, aber die haben wir alle. Und da muss man diesen Sachen direkt angehen und sich um die Lösung kümmern. Aber sich zu verstecken und abzuhauen ist halt nicht die Lösung. Ja. Sie hat gesagt, ich bin schwanger. Ja. Okay, ui. Aber das ist doch nicht so ein Drama. Du bist 16, du bist nicht die Einzige. Hinzen ist jetzt, Hinzen wird jetzt eher Familienvater als Polizist, ne? Nein, also, es ist, ne, es ist kein Weltuntergang, es gibt schlimmer Nachrichten, klar ist das eine belastende Situation, aber, so, sie ist jetzt noch in der Position, eine Lösung dafür zu finden, sie könnte noch abtreiben im größten Notfall und, aber sich jetzt im Auto zu verstecken, ist einfach, das ist dämlich. 16-Jährige, die schwanger ist, wir hatten schon 14-Jährige, die schwanger waren. Richtig. Schlimmer geht's immer, das ist, ja, ne, schlimmer geht's immer. Reimt sich sogar. Ich sollte dichter werden. Aber so von zu Hause weglaufen. Man muss dir ja irgendwie helfen. Du willst doch nicht hier dein Leben lang in irgendeinem Auto, ja, Auto hausen. Du bist jetzt schwanger. Das kann nicht die Lösung sein. Man muss sich um dich kümmern, du musst versorgt sein. Ja, und das schaffst du alleine und wirst du das nicht schaffen. Vor allem ist es jetzt auch wichtig, so ein bisschen auch körperlich mobil zu sein, sich gesund zu ernähren und so, wenn da halt ein kleines Lebewesen in deinem Bauch ist, ne? Du sagst ja gerade selber, ich hatte ja gefragt, einen Streit mit deinen Eltern hättest, hast du ja nicht. Ich schätze mal, wie ist das Verhältnis denn zu deinem Vater und deiner Mutter? Gut, aber ich will nicht drüber reden, dass ich schwanger bin, weil ich weiß nicht, was passiert. Ja, aber du, wer ist denn der Vater? Dein Freund? Hast du mit dem schon mal gesprochen? Weiß der Ist das das Auto von ihrem Freund wahrscheinlich? Wohnen die da zu zweit oder was? Ja, kann auch gemütlich sein, aber es ist halt auf Dauer relativ eng, da in diesem Auto zu bleiben und immer auf gebückt zu sein, das stelle ich mir halt auch relativ ungemütlich vor. Was ich aber nicht verstehe ist, sie hätte ja auch nach Hause gehen können und die Eltern quasi anlügen können und sagen können, nein, ich bin nicht schwanger, weil noch sieht man ja nichts, auch an dem Bauch oder so. Hätte dann aber zumindest zu Hause schlafen können und dann hätte sie sich Gedanken machen können über eine Lösung so, ne? Aber dass sie von zu Hause wegbleibt, ist ja noch auffälliger, dass da halt denn wirklich was im Argen ist. Scheiße. Nein. Auch nicht. Pass auf, aber du musst mit deinen Eltern reden, weißt du? Wir haben auch Kinder. Wenn meine Tochter zu mir käme und sagen würde, Papa, ich bin schwanger. Ja, es ist klar, es gibt bessere Botschaften, aber es passieren Dinge im Leben und man muss die am Schopfe greifen, Freunde, und sich drum kümmern. Es bringt nichts, die Sachen aufzuschieben. Wir machen ganz kurz die Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangster, an Loco Brok, an Philipp Hamm und an Liv. Wenn du im nächsten Video auch gut werden willst, folgt mir auf Instagram und schreibt mir eine DM oder kommentiert einen beliebigen Beitrag. Eins von beiden, aber ihr müsst mir auf jeden Fall folgen. Und dann werdet ihr im nächsten Video mit etwas Glück auch gegrüßt. Würde ich sagen, okay, ist vielleicht was früh, aber das kriegen wir hin. Und deine Eltern lieben dich doch auch, das werden sie doch genauso machen. Ja, jetzt ist natürlich so, dass sie tatsächlich schwanger ist wohl und das war das oder ist das Problem, was nach diesem Arztbesuch entstand. Sie kann damit nicht umgehen und da denke ich, sie muss unbedingt mit ihren Eltern darüber reden und da würden wir auch gerne helfen. Wir als Polizist haben jetzt eigentlich nur die Pflicht, sie... Guck mal, Hinzen ist ein Ehrenpolizist. Der sitzt denn sich nicht einfach vorne hin, lässt sie hinten alleine sitzen, sondern der setzt sich tatsächlich zu ihr. Also, ne? Wie gesagt, Hinzen ist mehr Mensch in solchen Situationen als Polizist. Die zu ihren Eltern zurückzubringen, weil die Eltern... Na, ich finde das ja schön, wenn er menschlich ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Er stempelt sich so als der größte Ehrenpolizist da. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Mit 16 Jahren kann sie noch nicht entscheiden, wo sie bleiben will. Aber da hier ein Problem ist, werden wir sie nicht nur nach Hause begleiten, sondern auch versuchen, uns in das Gespräch dort einzuschalten. Ich denke mal, deine Eltern werden froh sein, dass du da bist. Die sind viel dankbarer, dass sie wieder da ist und dass es ihr gut geht. Und über die anderen Probleme, sie ist jetzt schwanger,
Über diese Sachen kann man reden, da findet man eine Lösung für. Es ist kein Weltuntergang, ne? Und wichtig ist jetzt, dass sie gesund zu Hause ist. Kathleen! Schönen guten Tag. Mensch! Mensch. Was, wo bleibst du denn? Wo bleibst du denn? Ich bin ja völlig von Socken. Hör mal, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und jetzt ist mit Polizei hier. Was ist das denn hier mit Schlafsack? Wo warst du denn? Können wir mal reingehen und das drinnen alles klären? Ja, na, komm, ja, komm, wir gehen rein. Gib mir mal das Zeug her. Komm rein, Mädchen. Was ist los? Was ist los? Also ich glaube nicht, dass das schlechte Eltern sind, weil das habe ich zuerst vermutet, dass sie einfach abhaut, weil sie sich mit den Eltern nicht versteht. Aber vielleicht sind das sehr liebevolle Eltern und sie schämt sich halt so, denen das zu sagen, dass sie halt schwanger ist. Das glaube ich ja nicht. Wo warst du denn? Ist dir was passiert? Nein. Das sollten wir mal ganz in Ruhe jetzt besprechen. Also das ist doch unglaublich. Du warst eine Woche weg. Warum hast du mich denn nicht mal angerufen? Warum hast du dein Handy ausgehabt? Was war... Eine Woche weg, Handy aus. Der hat ganz andere Dinge gesagt, dass irgendwas mit der passiert ist, dass sie vielleicht nicht mehr im Leben ist oder sowas. Dass da noch nicht ermittelt wurde. Ich meine, eine Woche Vermisstenanzeige, keiner kann sie erreichen. Da muss ja ermittelt werden, ob da vielleicht ein Kriminal, ob das ein Kriminalfall ist, ja. Dass da halt vielleicht jemand umgebracht wurde oder so, ne? Wir konnten dich nicht orten, wir konnten dich nicht erreichen, gar nichts. Wo warst du denn? Kathleen, wo warst du? Kathleen, nicht Laura. Warum denn mit Polizei? Nee. Was ist denn passiert? Und hier mit Polizei. Wie ist denn da? Ist auch noch ein Brief. Wer ist das denn? Das ist ihr Bruder oder was? Hast du was ausgefressen? Ja. Was ist denn bloß passiert? Wo warst du denn die Woche? Wir haben uns Sorgen gemacht. Ja, Mann, jetzt fasst dir der Grab steht da nicht so an. Ruhig. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ey, so chill doch jetzt. Wo bist du denn gewesen? Was ist denn mit dir? Also, ja, komm. Lasst mal die Kirche im Dorf stehen, ja? Ach, ruhigt euch doch mal ein bisschen. Ja, das sind du. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Wo hast du dich rumgetrieben? Ja, reicht was? Doch jetzt. Lass sie doch mal zu Hause ankommen. Mensch, ihr wisst doch, es ist viel passiert. Die reden auf sie ein. Also wollt ihr sie jetzt anschreien, jetzt eine halbe Stunde oder was? Was ist los? Ich meine, es ist gut, dass sich deine Eltern natürlich Sorgen machen, wirst du auch verstehen. So, aber beruhigen Sie sich erstmal bitte. Ja. Sie haben ja schon... Beruhigen? Ja, wir haben... beruhigen, ja. Ja, beruhigen. Wir hatten einen Einsatz mit ihr gehabt. Wir haben sie auch selber gerade erst gefunden, ja. Sie ist in einem Auto, einem Schrottauto hat sie genächtigt. Da hat sie sich eingerichtet, wohl die ganze Woche jetzt, ja. Ja, und da hat man Einsatz, weil das da so blöd abgestellt war und letztendlich haben wir sie zufällig gefunden. Warum denn? Ja, was ist denn los? Da versteckt? Warum machst du das denn? Was ist denn los? Reicht jetzt. Also wie nah willst du ihr noch kommen und ihr ins Gesicht schreien? Was ist denn los? Was ist denn los? Ey, die Arme. Also da würde ich auch von zu Hause abhauen. Mensch, ich habe eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Genau, das ist ein gutes Stichwort. Schon bei der Vermisstenanzeige haben sie den Kollegen ja gesagt, dass sie nach dem Arztbesuch nicht nach Hause gekommen ist. Genau. Und damit hat es wohl auch was zu tun. Ja, wie? Wieso? Was war denn jetzt? Erzähl doch bitte mal. Warum bist du denn nicht nach Hause gekommen? Hm? Was ist denn los? Papa. Ja, was ist los? Komm, du weißt, du kannst... Was? Ich bin schwanger. Was? Nein, ne? Nein! Nein! Jetzt schreit nicht auf sie ein, weil dann ist sie morgen wieder weg. So, ihr müsst jetzt eine Lösung dafür finden. Es ist kein Drama, es ist kein Weltuntergang. Ja? Klar, es ist jetzt eine Situation, es gibt schönere Situationen oder... Obwohl eine Schwangerschaft ja auch was Schönes, verstehe ich mich nicht falsch. Schwangerschaft kann was Schönes sein, aber es kann halt... Eine ungewollte Schwangerschaft kann halt schon sehr herausfordernd sein. Vor allem, wenn man erst 16 ist, ne? Und irgendwie noch zur Schule geht, oder? Wie bitte? Du bist schwanger? Du bist schwanger? Was? Junge, wie nah will er ihr noch kommen? Ich dreh gleich, also wirklich. Guck mal, der Bruder hier, hey, schwanger? Nee. Sag mal, Kathleen, du bist 16, weißt du das? Ja, 16, ja. Wollt ihr sie... Mann, sie ist nach einer Woche nach Hause gekommen und ihr geht's gut. Jetzt beruhigt euch doch mal. Mann, ist doch schön, dass sie jetzt gesund zu Hause ist. Kathleen, du bist erst 16. Ja, das weiß sie doch selber. Deswegen hat sie sich ja eine Woche im Auto versteckt, weil sie nicht zu euch kommen wollte. Mann! Junge, regen mich diese Eltern auf. Das ist ja geisteskrank. Du hast doch nicht mal einen Schulabschluss. Ich hab das doch nicht geplant. Jetzt. Deswegen ist sie abgehauen, wegen dieser Reaktion. Jetzt geht doch menschlich mit eurer Tochter um, redet mit ihr und findet eine Lösung, anstatt sie jetzt anzupöbeln. Dann versteckt sie sich morgen im nächsten Auto. Hör doch mal auf, mich anzumassen. Ja. Du hast doch gar keinen Freund. Wir kennen deinen Freund zumindest noch nicht mal. Du hast doch immer alles zu mir sagen können. Wir haben doch über alles gesprochen. Wir haben über Sex, über Verhütung, über alles gesprochen. Und du bist jetzt schwanger? Du bist 16 Jahre alt. Ja, das weiß sie selber. Und dass das nicht cool ist, das weiß sie doch selber. Deswegen hat sie doch ein Schatz gemacht. Sag mal, diese Folge regt mich ja so auf. Meine Güte. Wie willst du denn das hinkriegen?
Hören Sie mal. Moment, also was Sie jetzt machen, ist, glaube ich, genau nicht das, was Sie braucht. Gucken Sie sich doch mal Ihre Tochter an. Richtig, guck mal, jetzt Hinzen, der Familienvater, exakt mein Reden. Das ist genau das, so sollt ihr jetzt nicht reagieren. Deswegen hat sie sich eine Woche lang versteckt. Nehmen Sie doch mal wahr, was sie braucht. Die braucht eine Umarmung, keine Vorwürfe und Zukunft kaputtreden hier und irgendwas, ja? Sie braucht einfach Hilfe. Sie ist Kollege, da guckst du doof in die Wäsche. Völlig überfordert. Wer ist denn dein Freund? Wer ist es? Komm, sag's uns. Hm? Wer ist es? Wäre schon nicht schlecht, wenn er sagen würde, ne? Du weißt ja das Gefühl, dass der Vater sogar hier ist. Ist es etwa Robin? Nein, ne? Was? Robin, ganz unauffällig, guckt der runter. Als die Frage kommt, wer ist denn der Vater? Da ging Robins Kopf also runter. Da wurde sich dann auch kurz mal geschämt, aber warum? Ist das nicht... Ich hatte jetzt gedacht, das wäre ihr Bruder. Aber vielleicht ist es ihr Stiefbruder. Vielleicht nicht ihr leiblicher Bruder. Warum chillt der sonst da, wenn das jetzt irgendwie irgendein random Dude ist? Warum chillt der denn bei ihren Eltern? Nee, Robin. Das ist doch nicht dein Ernst. Was? Was ist hier passiert? Ist das richtig? Ist das wahr? Ich wollte das nicht machen. Ist das wahr? Ist das richtig? Zeig's mit dem Finger auf den. Der steht direkt neben dir. Jetzt sei nicht böse. Du bist der Vater? Du hast meine Tochter geschwängert? Du hast seine Tochter geschwängert? Okay. Also das scheint nicht irgendwie der Sohn zu sein. Aber warum chillt der denn da in der Bude, wenn das nicht der Sohn ist? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr kommt hierher? Ja, Momentchen, mach mal halblang. Vielleicht hat deine Tochter auch kommt einen... ist ihr Stiefbruder. Ach du heiliger Strohsack. Also, er ist... ihr leiblicher Vater und sie ist seine neue Freundin, ja? Deswegen sind die nicht miteinander verwandt. Also, und die wohnen einfach in einem Haushalt, die Eltern sind zusammen und haben die sich auch mal gedacht, so, ja, wenn unsere Eltern, dann können wir ja auch. Also, ne? Ja, und er kommt hier und schwängert meine Tochter. Mensch, hört doch mal auf! Wir haben uns halt verliebt, was ist denn dabei? Ja, das kann echt passieren. Aber Robin ist auch ein kleiner, ne, ihr wisst schon, ein kleiner, also Robin macht halt keine halben Sachen. Ne, Robin lässt auch nichts anbrennen. Da wird halt auch direkt ein Braten in die Röhre geschossen, ja? Ihr seid Geschwister. Geschwister, also Halbgeschwister, ne? Also die sind nicht verwandt. Ich bin nicht verliehen, das ist Inzucht. Das geht gar nicht. Und wie willst du überhaupt, wie wollt ihr denn ein Kind erziehen? Du hast noch nicht mal einen Schulabschluss. Robin, du bist jetzt 14. Ihr habt gar nichts. Das bereut euch doch mal, das bringt doch auch nichts. Ich weiß nicht, ob das als Inzucht zählt. Also sie sind ja nicht leiblich verwandt. Also das Kind würde gesund sein, vermutlich. Ja. Und wieso hast du mir denn nichts gesagt, Kathleen? Ach, Kathleen, nicht Katrin, Kathleen. Wieso hast du mir nichts gesagt? Ja, vielleicht passt ihr ein bisschen auf. Was hat denn das denn schon mit euch beiden? Das ist einfach unglaublich. Ihr kommt hierher und dann ist meine Tochter schwanger. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Jetzt beruhig dich. Es bringt doch nichts. Das ist passiert. Robin hat recht. Es bringt nichts. Es ist passiert jetzt so. Man muss jetzt eine Lösung dafür finden. Das ist eine sehr weirde Situation. Ja, das sind ja letztendlich Geschwister. Halbgeschwister zwar, aber... ist sehr weird. Also mal, es reicht jetzt. Verliebt. Das war ja nun keine Vergewaltigung. Sie haben es ja nur gewollt. Also. Ist gut, jetzt schalten Sie beide mal einen Gang runter. Gucken Sie sich die Kinder mal an. Die brauchen Hilfe. Das ist hier ein Hilferuf. Gucken Sie in die Augen Ihrer Tochter. Die braucht Ihre Hilfe. Die braucht Ihre Wärme, nicht Ihre Vorwürfe. Ja, richtig. Und Ihr Sohn mit Sicherheit auch, ja? Ist richtig, Ihr Sohn, ne? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind gar nicht, das ist eine Patchwork-Familie, ja? Sie ist meine Stieftochter. Aha, okay. Die sind vor einem halben Jahr sind sie bei uns eingezogen. Ja. Ja, okay, also das ist, die sind quasi, ja, also die sind nicht leiblich miteinander verwandt. So, und es ist eine weirde Situation. Aber das hat es bestimmt schon gegeben, oder? Wenn die neu dazuziehen und so und die, ja, aber das ist halt, man hat ja nicht so ein Geschwisterverhältnis, wenn man sich erst kennenlernt, wenn man 16 ist. So, das ist so, ne, aber ja, okay, dass man sich halt dann verliebt und auch dann, ja, mehr macht, so, das ist halt auch eine weirde Situation, ja. Ja, aber das ist trotzdem, das ist strafbar. Nein. Das ist strafbar, Junge. Das geht nicht. Nein, ist es nicht. Brüderchen und Schwester. Ja, vor allem mach jetzt nicht nur dem Jungen die Vorwurf, sondern also deine Tochter hat ja nicht, also deine Tochter wirkt ja auch gerade verliebt. Also sie hat das ja auch gewollt. Ne? Brüderchen, das geht nicht. Das musst du wissen. Sie sind nicht blutsverwandt. Nein. Es ist keine Inzucht. Ne? Das gilt nur unter Blutsverwandten. Papa, man kann sich nicht ausruhen, wem man sich verliebt, okay? Also ich glaube, die Eltern, die sehen hier jetzt gerade gar nicht, in welcher Notlage die beiden Kinder sind. Die sind eigentlich völlig hilflos, total überfordert und stehen hier vor einem Riesenproblem. Und da muss man einfach Eltern klar machen, Leute, nehmt das wahr. Seht, was in euren Kindern vorgeht und kümmert euch darum. Denken Sie jetzt einfach mal an das kleine Baby, was da drin wächst.
Ja, das braucht ihre aller Hilfe. Und das Mädchen ist völlig überfordert, weil sie nur Angst vor ihnen hat. Mhm. Ne? Sie sind hier der Mann im Haus. Sie müssen das Schiff jetzt führen und müssen ihr helfen, dass sie mit ihrem Kind zurechtkommt. Und Sie sind auch eine Mutter. Sie wissen, was eine Mutter jetzt braucht. Dann machen Sie das mit ihr, auch wenn es nicht die eigene Tochter ist. Kathleen Gössner und ihr Stiefbruder Robin Conradi haben sich entschlossen, das Kind zu bekommen und mit Hilfe ihrer Eltern gemeinsam großzuziehen. Außerdem will Kathleen so schnell wie möglich ihren Schulabschluss nachholen. Ah, krass, okay. Da haben die beiden Jungs einen souveränen Job wieder gemacht. Ja, also die kriegen das Kind, also dann sind sie quasi zu fünft, ja. Ja, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge Blaulicht-Report. Hier könnt ihr mich abonnieren, hier könnt ihr mein Insta abchecken. Hier sind zwei andere coole Videos. Morgen geht's weiter. Ihr wisst, jeden Tag neues Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein, euer El Maggi.